So, die Schleuderwettkämpfe sind eröffnet. Also Challenges sind momentan irgendwie voll angesagt. Die meisten gehen natürlich um Treffen. Machen wir aber mal irgendetwas spielerisch, um herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter. Und wo auch Anfänger mitmachen können. Und wie man eventuell irgendetwas doch optimieren kann oder anders machen kann. Welche Einflüsse hat es? Also machen wir mal neuen Wettkampf. Gibt natürlich auch was zu gewinnen. Sonst macht ja wieder keiner mit. Ist ja mittlerweile gang und gäbe. Muss ja unbedingt so sein. Aus Spaß macht man ja sowas wohl nicht mehr. Mit der Steinschleuder. Allerdings nicht um Treffen. Entfernung spielt keine Rolle. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Sondern nimmt man einen Katalog. Muss jetzt nicht der sein. Aber den kriegt man. Und Katalog hat zum Vorteil, es hat mehrere Seiten und die Seite hat durchnummeriert. So, und jetzt packt den einfach irgendwo hin. Zeigt mal so ein Bild, wo ich das gemacht habe. Da am besten. Nimmt den, schleudert drauf mit einer Kugel, mit irgendetwas. Und dann zählen, wie viele Seiten habt ihr, wo ein Riss ist. So, jetzt ist natürlich die Frage. Welche Kugel ist am besten? Welche kommt weiter? Normale 8 mm Kugel oder lieber eine große, dicke, schwere, die allerdings auch mehr Volumen hat, also da viel mehr Papier zur Seite schubsen muss, um da reinzudringen. Oder doch lieber eine kleine, leichte. Wie die Bänder, wie die das Teil überhaupt hinmachen. Einfach hinten irgendwo hinstellen. Oder man kann es natürlich auch indoor machen. Hinlegen, von oben drauf schleudern. Video. Was hat was? Tja, und naja, mit dem Gewinn, also der erste Platz, ja, der kriegt den Respekt, der ist so gut. Komm, was will man dem Jungen eigentlich noch geben? Der letzte Platz, das ist eigentlich so der, wo man sagt, weißt du was, den müsste man so ein bisschen unterstützen, der müsste was haben. Dem geben wir mal so 1,20 Meter Latex, verschiedene Sorten, wo er verschiedene Sachen durchprobieren kann, wo er dann gucken kann, was ist wie, welches Latex, bei der Geschwindigkeit mit sonstigen. Ja, und mittleren Platz, dann haben wir praktisch drei, ersten, letzten und mittleren. Das sah gerade eben doof aus, war erster, letzter und mittlere. Naja, den losen wir aus. Kriegt 90 cm Latex, verschiedene Sorten, gemischt. Hin und her, dass er ein bisschen durchprobieren kann. Also ich bin mal gespannt, wie viele Seiten ihr durchkommt. Was ihr meint, was am besten ist, ist es vielleicht sogar besser, das Ding nass zu machen, komplett einzulegen, dass dann die Kugel besser durchkommt, einzufrieren, locker aufzuhängen, dass die Seiten locker sind, dass da gar nicht viel Widerstand ist zum Durchkommen oder mit Schraubzwingen oder ähnliches fest zu pressen. Man kann sich natürlich auch draufstellen. Ich nicht, weil dann habe ich Angst, ich schleudere mir im Fuß. Stahlkappenschuhe schützen zumindest den vorderen Teil. Probiert's mal aus. Macht mal. Wettkampf, ja, ist spaßig. Aber halt mit diesem Hintergrund, mit diesen Sachen. Man sieht, was steckt wirklich dahinter, welche Zerstörung steckt dahinter. Dass man auch so mit einfachen Sachen sich Bänder optimieren kann. Und halt, was für ein Kaliber nehmen, was nehmen. Was kommt am weitesten, am tiefsten in so einem Buch rein? Muss nicht Bauhaus sein, kann auch was anderes sein. Mein Gott, ist spaßig hin und her. Aber eigentlich haben die sonst immer so ziemlich die gleiche Seitendicke. Guckt mal, wie weit ihr kommt. Ob ihr bis zu Holz- und Möbelbau kommt. Das wäre dann Seite 1016. Ich kam nicht so weit. Macht's gut. Ja, bei dem zweiten Versuch. Seite 215, also ich kam bis zu dem Waschbecken. Da sieht man noch, fein Riss. Bei dem ersten Versuch kam ich bis zu dem Wasser hin, zu dem Waschbecken. Seite 175, sind halt leider davor. Was schafft ihr?